schön, dass er auch ohne Helm neben der Polizei gehen kann. Möchte ich diesen kleinen Trailer eröffnen. Natürlich ist auch dieses Szenario etwas Besonderes. Es ist Sergej, der Präsident von Werwolf MC, und er führt hier zusammen mit der Polizei die Parade des alljährlichen Biker-Festivals in St. Petersburg an. Auf Position 2 fährt seine Frau standesgemäß im Hammer mit einem Girlie, die die Fahne des Clubs hält. Unsere ersten Treffen zusammen mit Sergej und seinem Club gehen zurück bis in das Jahr 2000, und ich kann sagen, in dieser Zeit hat sich, wie man hier sehr schön sieht, gewaltig was getan. Egal ob im Jahr 2000 oder zur White Night Rally 2003 mit 35 Maschinen oder diesem Jahr 2008 mit über 25 Maschinen, Sergej war mit seinen Leuten jederzeit für mich sehr hilfsbereit zur Stelle. Und so war es eine Frage der Zeit, wann ich einmal sein Biker-Festival besuchen komme. Eine Biker-Parade in St. Petersburg ist auf jeden Fall ein besonderes Highlight. Und ähnlich wie bei der Einfahrt zur White Night Rally sind für uns Kreuzungen gesperrt und Ampeln mit Rot interessieren uns eigentlich nahezu nicht. Bei der Ankunft kann man sehen, dass hier natürlich alles mitfährt. Es ist kein Festival im Sinne nur von Harley Davidson. Es ist ein Fest für alle Biker, für alles, was zwei Räder hat. Zum Beispiel hier liegt ein Bild, auf dem Motorroller kommt der Sprecher oder Moderator gefahren, der den ganzen Tag die Leute beim Festival auf der Bühne bespaßt hat. Jetzt kommt gleich eine Harley ins Bild gefahren und schaut mal selbst, das Nummernschild ist befestigt hinten an der Schwingenaufhängung direkt hinterm Rad. Fast unleserlich. Man möchte unseren Behörden auch manchmal sagen, seht ihr Leute, es geht doch. Nach der Rundfahrt geht es dann auch gleich direkt los mit einem Programm. Schön mit Suff und Mampf. Und einer schönen Stuntshow. Das Bike-Festival findet hauptsächlich am Samstag statt, anders als bei uns, und es hat noch einen volksfestähnlichen Charakter, auch wenn es hier etwas lichter aussieht, aber das Gelände war sehr groß und am Nachmittag sind noch sehr viele St. Petersburger nach Olbina zum Festgelände gekommen. Ich hatte das Glück, dass ich diese Show von der VIP-Bühne betrachten konnte. Und mit mir war Paul, ein langer Begleiter von Eastride, und Battle, der Harley-Händler von Bamberg. Bei so einem Event darf natürlich das russische Fernsehen auch nicht fehlen. Und bei so einem Event ist Sergej auch gern bereit, ein Interview zu geben. Wie in jeder Kultur darf natürlich die Jugendarbeit nicht zu kurz kommen. Und so sehen wir hier diese junge, hübsche Mama,
die dieser Aufgabe gerade gerecht wird. Dieses Bikerspiel kannte ich noch nicht. Erst werden die Jungs heiß gemacht und dann müssen sie um die Wette ihre Kisten schieben. Ja, und hier sehen wir gleich Karl-Heinz, der gerade einen entscheidenden Beitrag für die internationale Völkerverständigung leistet. Nach den Bikerspielen gab es natürlich noch jede Menge Rhythmuskapellen. Ich muss ehrlich eingestehen, ich habe den Slang nicht ganz verstanden, aber die Riffs klangen sehr gut. In den Umbaupausen gab es altertümliche Kampfspiele. Man sieht es nicht so genau, aber die Jungs schlagen schwer auf die Mütze. Ja, und wie überall bei den Biker-Partys gibt es natürlich auch einen gemütlichen Teil. Und dieser Herr am Mikrofon hier gerade ist der engagierte Entertainer, den wir vorhin kurz auf seinem Motorroller gesehen haben. Dieses illustre Treiben sollte man immer aus der zweiten oder 150. Reihe betrachten, weil sonst kann schnell passieren, dass man selber mal ohne Hosen auf der Bühne steht. Jungs waren alle aus dem Publikum und Sergei wird sich gesagt haben, warum soll ich Geld ausgeben für Striptussen, wenn es das Publikum doch selber gerne tut. Warum nicht? Alles in allem hat mir die Biker-Party Spaß gemacht und ich denke auch, Bärbel, Paul und Karl-Heinz hier nochmal zu sehen, haben diesen Spaß mit mir geteilt. Man denkt es nicht, aber auch bei den Russen sind mittlerweile Gesetze angekommen. Ähnlich wie bei uns braucht man für alles eine Genehmigung und die Biker-Party ist grundsätzlich nur genehmigt bis 24 Uhr und so haben wir nicht schlecht gestaunt, dass der ganze Spaß gegen 24 Uhr dann langsam auch beendet wurde. Das war aber überhaupt kein Problem, denn die Party findet jedes Jahr auf dem Hotelgelände vom Hotel Olgina statt. Und so wurde die Party kurzerhand weiter verlängert drinnen an der Bar. Und es gab noch viel Spaß bis in die frühen Morgenstunden, weit nach 5 Uhr. Vielleicht hat euch dieser Trailer gefallen und vielleicht auch schon etwas Lust gemacht auf nächstes Jahr. Ich lade euch ein, mit uns diese Party gemeinsam zu erleben. Nächstes Jahr am zweiten Wochenende im August 2009 werden wir mit Sicherheit dabei sein. Super, super, ich nicht so.